Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es mal wieder endlich geschafft, ein Video zu machen. Heute geht es weiter auf unserer Baustelle. Es ist einiges passiert in den letzten Wochen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt auch gerne dran. Der Henning hat heute eine kleine Pause auf der Baustelle. Ist ein bisschen erkältet. Aber macht jetzt hier ein bisschen am Laptop Papierkram. Und ich habe mich entschieden, dass ich und halt immer auch oben arbeite. Wir haben ja auch noch einen Mitarbeiter, der oben auch gerade fleißig ist. Der verputzt gerade die Wände im Treppenhaus, ne? Also eine Stelle im Ja. Treppenhaus. Genau, wir sind jetzt gerade dabei, im Erdgeschoss die Wände halt zu verputzen. Und jetzt sieht man halt diese ganzen Löcher nicht mehr, diese ganzen Steine. Und im Treppenhaus ist es halt auch, was zeige ich gleich. Und ich muss unbedingt noch für den Kamin Holz zersägen draußen, damit wir es schön warm haben. So, das hier ist ja unsere Küche. Und tada, guck mal, hier hat der Henning jetzt super fleißig alles verputzt. Schon die Ecke richtig schön gemacht. Und hier steht noch sehr viel rum, aber es geht voran. Ja, das ist ja hier die eine Wand. Die war ja vorher richtig steinig. Das ist jetzt auch verputzt worden. Und der Kamin brennt schön, schön warm. Und es ist richtig hell, trotz Chaos. Und hier habe ich jetzt kürzlich, das habe ich gemacht, auch alles verputzt, diese ganzen Leitungen, also die Elektrik hatte zugemacht. Und hier auch einmal komplett so entlang. Und da hinten das Stück, auch hier unten habe ich auch alles gemacht. Ja, hier muss ich dann noch dran. Das kriege ich auch hin, das mache ich auch alles zu. Der Henning hat mir das gut erklärt. Und jetzt guck mal in der Küche. So sieht es jetzt aus. Das ist jetzt die zukünftige Sitzecke. Hier geht es ja raus zum Vordergarten. Und auch richtig hell geworden. Richtig cool. Genau, das eine Stück hier haben wir ja ein bisschen nach vorne gezogen, ein bisschen verbreitert, weil wir ja, wie gesagt, hier eine Sitzbank hinmachen wollen, so eine Ecke. Und dann kommt da ja auch hier der Tisch hin. Und ich hätte das gerne schon glatt verspachtelt, die ganze Küche, weil ich hätte gerne diese Wand zumindest in einen schönen Farbton. In so einem schönen Salbeiton wollte ich den streichen, da muss der Untergrund halt schön glatt sein. Aber das sieht auf jeden Fall jetzt schon mal von der Beschaffenheit richtig gut aus. Ja, wenn man hier so steht, ne? In ein paar Monaten können wir hier einfach schon sitzen und einfach, wenn es dann Sommer ist, hier rausgucken und das wird so toll. Ich freue mich da richtig drauf. Und hier sieht man auch schön dieser Bogen hier ist auch richtig schön jetzt eingerahmt und verputzt auch schon richtig ordentlich. Das wird jetzt alles schön gemacht. Ich muss auf jeden Fall noch hier den Putz abmachen. Der Putz muss komplett ab. Das wird auch noch ein bisschen Arbeit. Und hier sieht man auch noch, dass das ist super lose, es kann nicht so abpeddeln. Das fällt einfach so runter. Ist nicht so ideal. Und wenn das dann abgeschlagen ist, dann muss da ein spezieller Untergrund. Das muss speziell verputzt werden, sodass das nicht so bröckelt wegen dem Kamin, wegen der Hitze. In Zukunft kommt da ja unser großer Kamin hin, der hier ist ja nur provisorisch. Ja, was denkt ihr, wann wir hier fertig werden im Erdgeschoss? Also wenigstens das Wohnzimmer und die Küche. Ja, auf jeden Fall im Frühling. Jetzt haben wir schon Ende Februar. Ja, vielleicht im April, 2 Monate. Also so, dass man schon den Boden legen kann. Wir müssen mal schauen, das unterschätzt man immer alles sehr, weil die Decke muss noch abgehangen werden, damit die ganzen Kabel hier verschwinden. Und dann wird er noch zu Ende verputzt, dann kommen hier an den Fenstern noch diese ganzen Ecken. Da hinten, da muss dann noch diese, ja, die Kanten müssen halt schön gemacht werden, dass das alles schick aussieht. Und ja, die Fußbodenheizung kommt ja auch noch rein. Die Fußbodenheizung kommt ganz zum Schluss rein, wenn die Wände verputzt sind und die Decke, ich sag mal, fertig ist. Und wenn die Fußbodenheizung drin ist, dann sind wir schon sehr weit.
Dann kann man auch irgendwann mal tapezieren und Boden kommt dann rein. Und dann haben wir es ja eigentlich schon grob geschafft. Der nächste große Schritt wird dann die Küche, eine Küche zu finden, einzubauen. Und am allermeisten hier freue ich mich einfach auf unser Sofa, wo man sich dann da drauf setzen kann und das genießen kann. Ja, ich freue mich richtig und besonders auch, wenn man dann hier im Sommer auf die Terrasse gehen kann. Apropos Terrasse, ich zeige euch das eben mal kurz, wie hier so der aktuelle Stand ist. Es ist schon richtig Frühling draußen, die Vögel zwitschern schon. Also hier ist ja auch noch komplett alles Baustelle. Hier wird ja alles mit Erde hochgemacht, aufgefüllt, so bis zu der Kante hier von dem Lichtschacht. Und dann wird auch die Terrasse gemacht. Also es wird dann natürlich alles noch begradigt, da brauchen wir dann, denke ich, noch einen Bagger. Und das wird alles ebenerdig und dann kommen da halt auch schöne Steine hin. Und hier ja unsere Ecke, das geht ja über Eck, so eine Sandsteinmauer. Hier hat Henning jetzt auch ein Kabel gemacht. Ich glaube, das war für Licht oder eine Kamera. Hier auch Kameras machen zur Überwachung. Ja, und hier muss ich jetzt das Holz sägen. Mache ich jetzt gleich. Ich habe auch letztens schon ein bisschen Gartenarbeit wieder gemacht. Oh, es ist frisch. Hier, da wo ich jetzt stehe, hier fehlt ordentlich Wiese. Da muss man dann echt mal gucken. Ich weiß nicht, kennt ihr euch damit aus, ob das jetzt im Frühling alleine wieder schnell wächst oder ob ich da was sehen muss an Gras. Das wäre schön, weil es sieht so kahl jetzt aus. Voll schade. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Und hier kommen auch schon die Blumen raus. Ja, die hätte ich ganz vergessen. Die hatte ich letztes Jahr schon eingepflanzt. Da kommen schöne Tulpen. Die kommen jetzt hier überall schon raus. Und ich sehe auch gerade hier. Guck mal. Mein Gott. Die sind jetzt irgendwie innerhalb von ein paar Tagen gewachsen. Wahnsinn. Und die ganze Dämmung, die liegt da hier hinten noch. Ja, die habe ich vor ein paar Wochen mühsam da alle verteilt, weil ich das hier nicht in der Mitte vom Garten stehen haben wollte. Ja, das ist richtig frisch. Ich gehe mal kurz hinter. Das steht jetzt hier alles unter der Tanne. Oh mein Gott. Ja, es wird dann ja auch demnächst dann noch weitergemacht mit der Fassade. Das kommt jetzt alles, also da geht es jetzt richtig zackig bald voran. Da kriegen wir dann auch noch Hilfe. Und hier kommen auch schon die Fusizien. Man sagt ja immer, wenn die Fusizien rauskommen, dann ist Frühling. Und hier unten kommen auch schon meine Tulpen. Die habe ich letztens auch schon eingepflanzt. Genau. Hier steht auch noch alles voll. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal so einen kurzen Rundgang, weil ich sehr, sehr lange nichts mehr vom Garten gezeigt habe. Das ist auch witzig hier, ne? Die wachsen jetzt einfach auf meinem Erdhaufen. Da wachsen jetzt einfach Blumen. Schön. Weil ich hätte den Haufen hier gern noch weg. Das sieht mir jetzt schlecht. Aber da sind noch einige Äste. Da habe ich schon einiges geschafft. Das soll halt weg, weil es sieht halt nicht so schön aus. Und unser Grundstück geht wirklich bis hier hinten, bis zum Zaun. Das ist der Wahnsinn. Ich stelle mich da mal hin. Ja, hier kann ich jetzt schlecht filmen. Ich stehe hier gerade am Ende unseres Grundstückes. Das ist, ich gucke mal, ob ich das auf Kamera kriege, weil so weit hinten stand ich hier noch nie. Das ist tatsächlich der aktuelle Blick. Guck doch mal, wie lang das ist. Man sieht es jetzt schlecht, aber ich stehe jetzt hier wirklich genau am Ende des Grundstückes und blicke hier auf das Haus. So sieht man es nochmal besser. Es sind jetzt ein bisschen viel Büsche hier im Weg. Aber es ist einfach richtig schön, wenn man weiß, wie viel Potenzial unser Haus hat. So, genug gequatscht. Jetzt gehe ich mal hier raus. Oh. Ich muss auch bald mal wieder die Hecken schneiden, bevor die Brutzeit kommt. Weil dann geht das natürlich nicht mehr sonst. Jetzt sehen wir uns nochmal. Trotz Baustellen finde ich es immer noch schön. Ja, ich liebe meinen Garten, wie man merkt. Ich kann einfach nicht aufhören zu schwärmen. Richtig kalt. Aber ich bin trotzdem gerne im Garten, egal welches Wetter ist. Ich stehe hier gerade im Treppenhaus.
Guck mal. Wie schön, oder? Das ist jetzt ja einmal komplett verputzt, der eine Teil. Das sieht schon so fertig aus. Ich finde das so, ich bin so geflasht gerade. Und vorher waren da halt richtige Steine zu sehen. Das musste man halt einmal abschlagen im Putz, ne, Henning? Der Henning ist gerade hier unten erstaunt auch. Das hat unser Mitarbeiter gerade gemacht, hier alles schön frisch. Ja, richtig schön. Es geht voran. Und oben, ich weiß gar nicht, wie da jetzt der aktuelle Stand war, was ich euch jetzt so gezeigt habe. Also die ganze Elektrik im Haus ist fertig. Und als nächstes hier oben, das meinte ich mit dem Putz, hier muss man auch, das ist auch alles, ja, das fällt so runter. Das muss halt auch abgemacht werden. Hier oben ist noch so ein bisschen so Putz abschlagen, arbeiten. Und hier muss dann auch noch, hier muss dann auch noch zugemacht werden. Das kann ich auch alles machen. Und nicht zu vergessen, der Durchbruch. Dann wird es auch nochmal spannend, wenn wir die Betondecke durchschneiden. Da kommt dann ja ein Sturz rein. Und dann kann man dann auch schon bald dieses Jahr dann halt den Dachboden ausbauen. Ja, das geht jetzt richtig schnell voran. So, ich setze jetzt mal kurz und wärme mich auf. Es ist echt ganz schön kalt draußen. Ich habe Glück gehabt. Ich konnte schön das Holz zersägen eben. Und dann fing es voll an zu hageln. Und dann wurde es voll kalt plötzlich. Und dann bin ich jetzt reingegangen. Und ich wärme mich hier kurz auf. Und dann wollte ich eigentlich den restlichen Putz abschlagen. Da muss ich mir gleich noch was anderes überziehen und eine Maske anziehen. Weil das halt ganz schön staubt. Hallo, eine Woche später. Entschuldigung für den kleinen Cut. Ja, ich war krank. Ich lag einige Tage flach, ich hatte eine Erkältung. Nicht, dass ihr euch wundert, warum es jetzt hinten an der Wand nicht weiterging. Das konnte ich leider nicht mehr filmen. Unser Mitarbeiter war dann auch da und dann wollte ich da die ganze Zeit die Kamera drauf halten. Das dazu. Aber dafür geht es heute weiter. Der ist ja auch schon wieder ganz fleißig. Wir machen jetzt hier die, was, Leibungen? Ja. 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 Die, Anputz, die Anputzschäden habe ich schon angebracht. Ja. Hier klebt man das Fenster so dran. Die Kante hier ist ein schöner, sauberer Abschluss. Hier kann man theoretisch eine Folie aufkleben und nachher dann so einfach abziehen. Aha. Und dann hat man eine saftig, saubere Kante. Saure Kante, genau so soll es auch sein. Und ich möchte euch aber trotzdem noch kurz zeigen, was ich jetzt letzte Woche noch gemacht habe. Also, letztens habe ich ja gesagt, dass halt hier der Putz locker, also lose war. Den habe ich jetzt hier so gut wie es ging halt abgeschlagen. Also alles, was jetzt hier von dieser Wand ist, das kann bleiben, es wird alles verputzt. Hier sind wir noch am Überlegen, ne? Ob wir die komplett abnehmen, den Putz, gell, Henning? Der muss doch bis zum Stein runter, weil der hinter der Kamin ist, oder? Eventuell. Wir wollen natürlich in die Ecke unseren Kühlschrank stellen. Und wenn das ja die ganze Zeit warm ist, dann verbraucht der halt viel mehr Energie. Ne? Ja. Dann könnte halt hier sowieso ein bisschen holen. Die Kante hier, da ist der Kamin drin. Dass man das wegschlägt und dann Styroporplatten 2 cm drauf klebt, dann isoliert das quasi, dass die Wärme im Kamin bleibt. Ja, okay. Und der Kühlschrank nicht so heiß wird. Ja, genau. Also wie gesagt, hier kommt ja der Kühlschrank hin. Ich freue mich.
Und ja, da habe ich halt, wie man sieht, halt hier schon alles abgeputzt. Abgeputzt. Hier habe ich schon alles abgeschlagen, meine ich. Genau. Und hier auch. Das ganze Stück hier. Mein Gott, das wird alles noch zugemacht. Ja, der Kamin ist auch wieder schön an, schön warm hier. Und guck mal, außer das hier oben ist jetzt alles schon getrocknet und es sieht aus, als ob da nie was gewesen wäre. Also da waren ja Steine und man sieht einfach nichts mehr. Das ist unglaublich. Jetzt die Trocknungszeit. Und hier genauso, da wurde ja alles verputzt. Das ist jetzt schön durchgetrocknet. Und hier im Treppenhaus, das ist so cool. Das sieht jetzt richtig wohnlich aus. Was meint ihr? Also ich hätte das nicht gedacht, dass man das halt so gut hinkriegt. Hier, da ist jetzt noch nass. Aber das ist jetzt auch von einer Woche gewesen, knapp. Das habe ich ja schon gezeigt, aber halt jetzt nochmal eine Woche später. Gut. Also ich werde jetzt noch gleich ein bisschen Holz versägen, weil, ja, ich brauche Neues für den Kamin. Und was kann ich noch machen, Henning, danach? Also jeden Fall hier mal aufräumen, dass wir ja, das ganze Zeug wegziehen, dass man hier gleich in Ruhe arbeiten kann. Ne? Ja, genau. Und ja, das sind Klamotten, die sind nicht besonders. Das ist jetzt einmal für die Baustelle, nicht wundern. Ich habe jetzt irgendwas angezogen. Genau. Und du? Du rufst es hier an oder kriegst du helfen? Ich krieg jetzt erstmal das Schraubrohr runter. Ja. Mit minimalen Hauen und natürlich Kleberzeugs. Ja, also wir schätzen mal, wie gesagt, man verschätzt sich, es kommt irgendwas dazwischen. Ich war jetzt fast eine Woche krank. Ja, Henning war ja auch davor ein bisschen erkältet. Und ja, vielleicht bis Mai, ne? Bis wir Wohnzimmer und Küche fertig haben. Mai. Aber ich meine, es ist ja auch ganz gut, 2 Monate, oder? So schnell. Ja, wir gucken mal.
Und das ist das Endergebnis. Henning, was meinst du? Das ist fett. Das hast du richtig gut gemacht. Meine Güte, auch hier, ne? Die Kante, Hammer. Ist noch nicht ganz fertig, aber hier die Wand. Boah, guckt euch das doch mal an, wie perfekt er das einfach hingekriegt hat. Diese Kanten, ne? Mit der Schiene dann auch und alles super ordentlich und sauber verputzt. Nochmal von der anderen Seite. Wow, es nimmt langsam Form an, ey. Boah. Unsere Küche. Bald ist sie fertig, Kenning. Am Montag oder so werden wir wahrscheinlich diese Wand hier machen komplett, ne? Gucken wir dann mal abends, ob wir da Zeit finden. Und ja. So, dann ist bald hier ein Ende. Also, sage ich jetzt mal. Ja, Wahnsinn. Und das Coole ist, warum das immer so schön glatt aussieht, ist hier das Geheimnis. Wie heißt das, Henning? Filzen. Filzen, genau. Und dann geht er nochmal mit dem Glätter. Mit dem Glätter heißt es. Glätter. Also das ist ein Filzbrett, ja. Ja, okay. Oder Schwammbrett. Der verteilt es, ne? Genau, dann kommt dann später nochmal die Zunge, sage ich immer. Dieser längliche Spachtel hier, genau. Zeig ich das immer. Und hepp, zack. Und so wird es halt richtig, richtig glatt. Und dann sieht das nämlich genauso aus wie hier drüben. So Leute, ihr glaubt es nicht, wie spät es ist. Wir haben ungelogen 12:30 nachts. Ich kann nicht mehr. Ich bin den ganzen Tag durchgezogen jetzt. Aber wann haben wir angefangen heute? 10? Oder so. Ja, ich habe um 12.30 Uhr tatsächlich losgelegt. Ja, ist doch, wir haben vorher noch andere Sachen gemacht. Aber okay. Ja, das war's mit dem Video. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Henning ist ganz geschwitzt. Voll angestrengt, aber hier ist der Kamin ja auch an. Genau, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Da freuen wir uns. Genau. Geht jetzt schon auf die 800 Wahnsinn. Oh. Und ich gehe jetzt duschen. Habt einen schönen Tag. Ja, macht es. Bis dann. Ciao. Tschüss.